Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrter Herr Professor Barner, Herr Professor Hacke, Herr Professor Harhoff, lieber Staatssekretär Schütte, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und selbstverständlich Sie alle. Ich überbringe Ihnen die herzlichen Grüße der Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin hatte bereits in den Vorjahren Gelegenheit, mit Ihnen zu diskutieren. Sie hat allerbeste Erinnerungen daran und sie hat, wenn schon nicht Ihren wichtigsten Minister, so dann doch wenigstens Ihren gewichtigsten Minister gebeten, Sie heute zu vertreten und von ihr zu grüßen. Ich glaube, dass das Thema, das Sie umtreibt, sowohl wichtig wie gewichtig ist, dass es ein Thema ist, das für den Standort Deutschland, für die Zukunft dieses Landes, für die Zukunft seines Wirtschafts- und Sozialmodells von großer, vielleicht sogar entscheidender Bedeutung ist. Wir haben in den letzten Jahren nach einer Phase der Verunsicherung im Anschluss an die deutsche Einheit, nach einer Phase, wo viele Ökonomen die Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft infrage gestellt haben, wo viele glaubten, dass wir im Prozess der Globalisierung Arbeitsplätze zwangsläufig einbüßen und die weniger werdende Arbeit auf mehr Menschen anders verteilen müssen. Wir haben es nach dieser Phase, an die ich mich gut erinnern kann, weil ich damals junger und neuer Bundestagsabgeordneter war, geschafft, in Deutschland einen Turnaround zustande zu bringen. Wir haben heute eine Volkswirtschaft, die die Herausforderungen der Globalisierung angenommen hat und die die Herausforderungen der Globalisierung, jedenfalls bis zum jetzigen Tag, in einer ungeahnten und allseits und weltweit bewunderten Art und Weise bewältigt. Dazu haben auch Wirtschafts- und Sozialreformen beigetragen. Selbstverständlich. Die Agenda 2010, das, was wir danach innerhalb von 10 Jahren zustande gebracht haben, aber es war auch dort bereits Innovation. Und es war Innovation, die nicht nur auf dem grünen Acker sozusagen gewachsen ist, sondern die von der Politik mit begünstigt und mit unterstützt wurde. Dass wir heute zu den innovativsten Ländern der Welt gehören, nämlich zu den 5 innovativsten Ländern, die am meisten in F&E investieren, hat auch damit zu tun, dass wir die staatlichen Aufgaben neu strukturiert haben. Wir haben im Jahre 2015 erstmals das Ziel erreicht, jährlich 3% des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung einzusetzen. Das ist ein erfreuliches Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung von Wirtschaft und Staat. Wir haben in den letzten 10 Jahren den Haushalt des BMBF mehr als verdoppelt. Nie zuvor stand in Deutschland auf Bundes- und auf Länderebene so viel Geld für Bildung und Forschung zur Verfügung wie heute. Und das war das Ergebnis einer bewussten Prioritätensetzung der Politik. Wenn wir Politik gestalten, dann dürfen wir eben nicht nur rückwärtsgewandt Politik machen, wir dürfen nicht nur versuchen, den Wandel abzumildern und abzufedern. Wir müssen vor allen Dingen den Wandel gestalten in unserem Sinne und so, dass Deutschland auch zukünftig ein Land bleibt mit einer wachsenden Zahl von Arbeitsplätzen, mit qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen und einer Volkswirtschaft, die sich dem internationalen Wettbewerb stellen kann und stellt. Die Zahl der weltmarktrelevanten Patente pro Million Einwohner liegt in Deutschland um mehr als 240% über dem EU-Durchschnitt und ist doppelt so hoch wie in den USA. Laut World Intellectual Property Organization liegt Deutschland in 3 Hightech-Feldern im weltweiten Vergleich auf den vorderen Rängen. Es sind dies der 3D-Druck auf Platz 3, die Nanotechnologie und die Robotik auf Platz 5. Wir haben die Attraktivität des Innovations- und Wissenschaftsstandortes Deutschland deutlich erhöht und das Forschungs- und Wissenschaftssystem entscheidend weiterentwickelt. Wir sind heute wieder ein Anziehungspunkt für Wissenschaft und Forschung auf Spitzenniveau. Es kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt nach Deutschland und es sind deutsche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in aller Welt besucht und begehrt. Und dies ist Ihre Leistung, dies ist der Verdienst all derer, die sich in den Dienst von Forschung und Wissenschaft gestellt haben und immer noch stellen. Trotzdem dürfen wir uns nicht ausruhen, weil wir feststellen, dass im Vergleich zur klassischen Innovationsspirale, die wir kennen aus den 80er, 90er Jahren, aus den
ersten anderthalb Jahrzehnten dieses Jahrtausends sich heute die Innovationsgeschwindigkeit noch einmal deutlich erhöht hat. Und natürlich gab es auch schon disruptive Innovationen, bevor dieser Ausdruck erfunden und popularisiert worden ist. Aber es wird möglicherweise so sein, dass es mehr disruptive Innovationen in kürzerer Zeit gibt, als wir aus zurückliegenden Innovationszyklen uns erinnern können. Und das bedeutet, dass der Staat sich ständig neu die Frage stellen muss, wie geht er denn mit dieser Situation um? Um es auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen. Wenn wir in Deutschland ein Start-up haben, eine Unternehmungsneugründung, dann ist der Unterschied in den USA besteht darin, dass bei uns jede Neugründung gut überlegt ist, dass sie gut abgesichert ist, dass sie in aller Regel auch funktioniert und dass die Zahl derer, die scheitern und nicht zum Ergebnis kommen, weitaus geringer ist als beispielsweise in den USA und anderswo. Das mag für die klassischen Bereiche industrieller und gewerblicher Tätigkeit, das mag im klassischen Dienstleistungsbereich auch Sinn machen. Wenn man eine chemische Reinigung gründet, wenn man eine Frittenbude errichtet, wenn man eine Dreherei oder eine Versicherungsagentur gründet, dann ist es vielleicht besser, 10-mal nachzudenken, die Risiken zu wägen und mit unserer bedächtigen und risikominimierenden Herangehensweise dafür zu sorgen, dass möglichst wenige von diesen Projekten scheitern und die, die gegründet werden, dann tatsächlich auch erfolgreich bestehen können. Aber es gibt inzwischen zwei große Bereiche, in denen das Tempo wesentlich höher ist und wo wir uns fragen müssen, ob die Innovations- und Wagniskultur, die wir haben, schon so entwickelt ist, dass wir mit den weltweiten Herausforderungen Schritt halten können. Das eine betrifft den gesamten Bereich der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Darüber wird auch heute diskutiert, ich komme darauf zurück. Und das Zweite, was wir auf gar keinen Fall unterschätzen sollten, betrifft den ganzen Bereich der Biotechnologie und der dortigen Entwicklung. Die Bundeskanzlerin, nachdem wir in ihrem Innovationsrat und Innovationsgesprächskreis über solche Fragen diskutieren und das Thema künstliche Intelligenz schon vor einiger Zeit sehr intensiv diskutiert haben. Wir haben uns auch dem Thema Biotechnologien genähert, wo neue Methoden wie, ich kann es kaum aussprechen, CRISPR-Cas und viele weitere Entwicklungen dazu führen, dass manche sagen, nach der Digitalisierung ist der Bereich der Biotechnologien der nächste große Innovationstreiber unserer Volkswirtschaften. Und deshalb, wenn ich mir das erlauben darf, frage ich mich auch, ob wir nicht neben der Digitalisierung, der digitalen Agenda, die wir zu Beginn der Wahlperiode erstellt haben, die alle Ministerien mit einbindet, die in diesem Bereich Kompetenzen haben, vom BMBF über das BMI und das BMW und das BMVI, ob wir nicht auch sehr schnell eine Biotechnologieagenda brauchen, die in ähnlicher Form die Herausforderungen formuliert und zusammenführt. Wir haben in Deutschland bei der Digitalisierung, bei Industrie 4.0, gute Erfolge und Ergebnisse vorzuweisen, aber wir sind noch nicht im Ziel. Die Claims werden neu abgesteckt. Und deshalb sind wir auch darauf angewiesen, dass Sie mit Ihrer Tagung uns sagen, wo wir besser werden müssen, wo wir Weichen anders stellen müssen, damit diejenigen, die sich selbstständig machen, auch zum Ziel kommen. Big-Data-Anwendungen, Sensorik, Robotik, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, das sind die Zukunftsfelder der Digitalisierung. Und wir werden nicht umhin können, jedem von diesen Feldern die Aufmerksamkeit zu widmen, die es verdient hat. Aber dann brauchen wir für alle diese Felder auch eine Innovationskultur. Die jungen Menschen, die Menschen mit Ideen, die Menschen mit Visionen dazu ermuntert, das Schicksal in die Hand zu nehmen und nicht alles auf eine Karte zu setzen, aber jedenfalls den Hut in den Ring zu werfen und ihr Glück zu suchen. Mir hat ein amerikanischer Kollege schon vor einigen Jahren gesagt, schau, bei uns ist der Unterschied der, ihr habt halb so viele Start-ups wie wir, die sind aber
nach 2 Jahren zu über 60% noch auf dem Markt. Bei uns ist nach einem Jahr die Hälfte schon weg und nach dem zweiten Jahr von der zweiten Hälfte wiederum 70%. Aber von denen, die übrig bleiben, ist dasjenige darunter mit der Idee, die die Welt verändern wird. Und deshalb ist die Frage, ob man nicht auch bei dem Thema Innovation in diesem Bereich den Mut haben muss, durch eine größere Zahl von Start-ups, durch eine Skalierung derer, die sich im Wettbewerb befinden, dann auch die Chance zu erhöhen, den Volltreffer zu landen, den man braucht, um bei der Innovation vorne mit dabei zu sein. Und das Zweite, auch darüber müssen wir diskutieren, ist die Frage, ob unsere Start-ups und unsere Unternehmen, die sich in diesem Bereich tummeln, dann auch den deutschen Markt im Blick haben oder ob man nicht wenigstens den europäischen und vielmehr den Weltmarkt im Blick haben muss. Weil die Frage der Skalierung eben auch für den Erfolg von Start-ups mitentscheidend ist. Wenn Sie ein Start-up in China gründen, dann haben Sie einen Markt von 1 Milliarde Menschen, auf dem Sie skalieren können. Wenn Sie ein Start-up in den USA gründen, dann gründen Sie dieses Start-up für den Weltmarkt. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, was wir denn tun können, damit wir in diesem Wettbewerb eine Chance haben. Um es populär und einfach zu sagen, warum ist eigentlich ZVAB, Zentrales Verzeichnis antiquarischer Bücher, von Amazon übernommen worden und nicht Amazon umgekehrt von ZVAB? Warum hat Facebook das Rennen gemacht und nicht StudiVZ, SchülerVZ oder wer kennt wen? Dass wir ein Lieferant sind für gute Startups und Gedanken und Ideen weltweit, dass Google und Apple und Facebook und andere zu uns kommen und überlegen, wo es Experten für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gibt, das ehrt uns und das macht uns stolz. Aber wir glauben, dass wir eben auch viel aktiver eine Strategie entwickeln müssen, wo unsere Unternehmen diejenigen sind, die eine Chance haben auf dem Weltmarkt, bevor sie aufgekauft werden und übernommen werden, und dass wir auch ein Interesse haben, eine Akquise zu betreiben in den Ländern, in denen erfolgreiche Start-ups die Hoffnung auf gute Geschäftsmodelle für die Zukunft wecken. Herr Schütte versteht mehr von Forschungsförderung als der Chef des Bundeskanzleramtes, der sich auch um viele andere Themen kümmern muss. Aber ich habe mir in den letzten Monaten oft die Frage gestellt, wenn wir uns die sehr erfolgreiche deutsche Automobilindustrie anschauen. Und das Ziel der Bundesregierung besteht darin, selbstverständlich die Zahl der industriellen Arbeitsplätze in Deutschland, wo wir besser liegen als alle anderen europäischen Länder, zu erhalten und auszubauen. Und dazu gehört, dass wir dort, wo wir traditionell stark sind, im Maschinenbau, in der chemischen Industrie, in der Grundstoffindustrie, aber eben auch in der Medizintechnik und in der Automobilindustrie, unsere Stärken zu verteidigen und nach vorne zu entwickeln. Und doch stellen wir fest, wie unglaublich schwer es ist, bei der Markteinführung von Elektromobilität zu den weltweiten Marktführern zu gehören und nicht irgendwo auf Platz 2, 3 oder 4 die Entwicklung zu begleiten. Unser Anspruch muss es doch sein, dass wir einerseits wissen, es wird auch in den nächsten Jahrzehnten noch Benzin- und Dieselautos geben, auf viele Jahre hinweg, und sie werden einen Großteil der Produktion ausmachen, aber wir wissen, dass der Markthochlauf von Kraftfahrzeugen mit Elektroantrieb die Innovation im Automobilsektor ist, verbunden mit automatisiertem oder automatischem Fahren, verbunden mit einem Einsatz von IT, wie man ihn sich vor einiger Zeit nicht vorstellen konnte. Und deshalb müssen wir uns auch an dieser Stelle die Frage stellen, wie konnte es eigentlich sein, dass die großen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die es geschafft haben, aus dem Diesel unglaubliches Potenzial zu entwickeln, was uns hilft, CO2 in großen Größenordnungen einzusparen, die es geschafft haben, den Verbrauch der klassischen Benzin- und Dieselautos so weit abzusenken, dass wir heute mit einer höheren Zahl von Kraftfahrzeugen arbeiten können, ohne dass die Umwelt dadurch irreversibel gefährdet wird. Wie kommt es eigentlich, dass diese Forschungs- und Entwicklungsabteilungen beim Thema Elektromobilität nicht auch längst auf Platz 1 liegen? Und da glaube ich einfach, dass wir eine Situation haben, dass dann, wenn die Innovation disruptiv ist,
möglicherweise diejenigen, die den Markt nicht beherrschen, aber gestalten, diejenigen, die vorne liegen, vielleicht das ein oder andere Bedenken haben, dass die disruptive Innovation auch zu disruptiven Geschäftsmodellen für die Zukunft führt. Und deshalb, wenn wir nach USA schauen und sehen, dass es dort staatlich induzierte Innovation gibt, die neben der Forschungsförderung, wo der Staat sich sinnvollerweise auch sehr stark zurückhält, neben F&E in den Unternehmen so etwas wie einen dritten Bereich schafft, wo es staatliche Forschungsincentives gibt, um bestimmte Innovationen nach vorne zu bringen. Ich glaube, es ist der Mühe wert, auch diese Entwicklung zu begleiten. Wir werden in den nächsten Monaten weiter das tun, was wir in dieser Wahlperiode bereits erfolgreich begonnen haben bei der Digitalisierung, nämlich die Breitbandversorgung voranzutreiben. Wir sind sehr weit vorangekommen. Wir werden neben der Breitbandversorgung insbesondere auch dafür arbeiten, dass wir ein hochmodernes 5G-Mobilfunknetz ausbauen werden, das ein taktiles Internet ermöglicht, was uns die Chance gibt, dann auch nicht nur das Auto intelligent zu machen, sondern die Straße. Ein innovativer Schritt, den wir, glaube ich, vielen unserer Mitbewerbern dann voraus hätten. Dazu gehört aber, dass 5G oder 5G, wie immer Sie es nennen mögen, in Europa nicht am Ende der Innovationskette ausgerollt wird, sondern am Anfang und dass wir ganz vorne mit dabei sind. Wir haben in dieser Wahlperiode die Grundlagen dafür gelegt, durch entsprechende Gesetzesänderungen, dass automatisiertes Fahren auch in Deutschland möglich wird. Wir haben Testfelder und Testprojekte identifiziert mit dem BMVI, die ihre Arbeit beginnen. Und wenn es so ist, dass wir in den nächsten 4, 5 Jahren erleben werden, dass diese neue Innovation zum Allgemeingut wird, dann müssen wir und wollen wir vorne mit dabei sein. Und das gilt auch für das Thema Batteriezellproduktion und Batterieproduktion in Deutschland. Wenn es so ist, wie Elon Musk uns sagt, dass außer Raketen in mittelbarer Zukunft alles mit Batterien funktionieren wird, nicht nur Autos und Elektrobohrhämmer und Rasenmäher, sondern auch Flugzeuge und vieles mehr, dann dürfen wir nicht die Entwicklung der modernsten Batterietechnologien anderen überlassen, sondern müssen versuchen, hier einen Fuß in der Tür zu haben. Ich habe darüber mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von VW und dem Betriebsrat der Unternehmensführung, aber auch mit vielen Zulieferern gesprochen. Auch das ist eine Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen müssen. Wir haben das Thema der Gründerförderung, das uns beschäftigen wird. Sie wissen, dass wir die Exist-Förderung für Gründerteams aus Hochschulen haben, dass wir Verbesserungen gemacht haben bei Investzuschuss für Wagniskapital. Wir haben den neuen Coparion-Fonds für Beteiligungsfinanzierung in der Größenordnung von 225 Millionen Euro. Wir haben die Auflage eines 500 Millionen Euro starken ERP-EIF-Wachstumsfonds auf den Weg gebracht und wir arbeiten weiter an einer Intensivierung des KfW-Engagements im Bereich Wagniskapital und Beteiligungsfinanzierung. Steuerliche Forschungsförderung ist ein Thema, das ich persönlich für sehr wichtig halte, aber ich werde darüber nicht persönlich alleine entscheiden. Es wird in der neuen Wahlperiode im Koalitionsvertrag, ganz gleich, wer diesen Koalitionsvertrag unterzeichnen wird, ein Thema sein, von dem man sich nicht herummogeln kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt viele Schlüsseltechnologien, ich habe einige schon genannt, die wichtig sind. Entscheidend ist aber, dass wir die Innovationskultur und die Wagniskultur in Deutschland ausbauen. Und wenn wir wollen, dass in diesen Schlüsselbereichen mehr junge Menschen sich selbstständig machen, dann müssen wir bereit sein, ihnen auch die Angst vor dem Scheitern zu nehmen. Es gibt in den USA eine Kultur, die sagt, es ist nicht schlimm, wenn du scheiterst, es ist schlimm, wenn du es nicht versucht hast. Und wenn du scheiterst, ist es nicht schlimm, dass du gescheitert bist, sondern wenn du liegen bleibst und nicht aufstehst und es erneut versuchst. Und das ist etwas, das wir auch unseren jungen Menschen sagen müssen. Und es wird nur funktionieren, wenn wir auch bereit sind, solche Start-ups und solche gelungenen Innovationen gesellschaftlich viel stärker anzuerkennen, als es hierzulande bisher möglich ist. Wir ehren
und respektieren mit Recht, mit Fug und Recht Sportlerinnen und Sportler, die Preise und Medaillen nach Hause bringen. Wir ehren diejenigen, die sich ehrenamtlich betätigen. Sie haben es in höchstem Maße verdient. Aber ich meine, dass wir auch eine Kultur der Anerkennung entwickeln müssen für diejenigen, die bereit sind, neue Ideen umzusetzen, ins Offene zu gehen und es einfach zu wagen, mit ihrem Vorschlag, mit ihrer Idee, mit ihrem Konzept die Welt zu erobern. Und selbst dann, wenn es nicht jedem Einzelnen gelingt, ist es etwas, was wir für die Zukunft brauchen. Und der letzte Punkt ist das Thema Akzeptanz. Wir haben in Deutschland über 40 Jahre lang über die Akzeptanz von Kernkraftwerken und der Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken diskutiert. Und seit Fukushima steht fest, dass diese Akzeptanz nicht vorhanden ist, und wir haben daraus die Konsequenzen gezogen, und das ist gut so. Wir werden dieses Kapitel beenden, und zwar so, dass es im gesellschaftlichen Kontext beendet wird. Aber was wir nicht akzeptieren können für die Zukunft, ist eine unterschwellig technologieskeptische Haltung, die dazu führt, dass junge Menschen, die sich für Innovation und Technologie begeistern, sich im Freundeskreis dafür rechtfertigen müssen, dass sie dies tun. Und ich glaube, wir haben eine Chance, das zu überwinden. Und wenn der ehemalige Umweltminister, der vor Ihnen steht, dazu ein Wort sagen kann: Wir erleben doch heute, dass unsere energiepolitischen, unsere umweltpolitischen Ziele mit den neuen Technologien viel stärker in Reichweite kommen, dass wir durch den Einsatz von zivilen Drohnen CO2 in Millionen Tonnen einsparen können, wenn wir dadurch Lkw- und Autofahrten minimieren, dass wir durch Biomining und durch viele andere Innovationen erreichen können, dass unsere Welt nicht nur bequemer wird, nicht nur innovativer wird, sondern dass sie auch ökologischer wird, dass wir Ressourceneffizienz erhöhen und dass wir damit mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit in verantwortlicher Weise umgehen. Ich würde mir wünschen, dass auch dies viel stärker in der öffentlichen Kommunikation sichtbar wird, und möchte Ihnen allen zurufen: Warten Sie nicht nur darauf, bis die Politik Ihnen sagt, was Sie tun sollen, sondern entscheiden Sie, was Sie tun sollen, und bitten Sie die Politik, dass sie dabei unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Herr Altmaier, ganz herzlichen Dank für dieses leidenschaftliche Plädoyer, auch nochmal für Ihre Bestätigung aus Sicht des Kanzleramtes, wie wichtig die Themen, über die wir hier sprechen, geworden sind. Und wir haben ja in den letzten 10 Jahren wirklich einen Aufschwung, einen Bedeutungszuwachs sichtbar in Haushaltsansätzen und dergleichen zu verzeichnen gehabt. Wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten, glaube ich, um mit Ihnen zu diskutieren. Und wenn Sie mir auch mit Handzeichen schon mal signalisieren, dass Sie einen Gesprächsbeitrag, eine Frage an Herrn Altmaier richten wollen, dann würde ich versuchen, Sie dann in das Gespräch reinzubringen. Und ich beschäftige Sie in der Zwischenzeit mit einer Frage. Wenn wir über neue Kultur in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, und darüber werden wir uns ja gleich austauschen, sprechen, irgendwo liegt natürlich auch die Frage nahe: Wie kommen wir an eine neue Kultur, an ein agileres Handeln in der Politik? Sie haben gerade zu Recht gesagt, bei der Unternehmensbesteuerung, Körperschaftssteuer 8D und so weiter ist was passiert. Da haben wir 10 Jahre dran gearbeitet. Sie sagen jetzt, die steuerliche Forschungsförderung ist was Schönes, aber wir warten jetzt bis zur Bundestagswahl, dann kommen noch mal alle, die sich jetzt schon einig sind, das eigentlich zu machen, zusammen. Warum machen wir es nicht jetzt? Ja, weil Politik nicht darin besteht, dass eine Kanzlerin, ein Minister, ein Chef des Bundeskanzleramtes per Ordre de Mufti Entscheidungen trifft, sondern es wird zu Beginn einer jeden Wahlperiode werden Prioritäten diskutiert, die werden in einem Koalitionsvertrag niedergelegt, egal wer regiert. Ich habe zwar eine Vorstellung, wer regieren könnte und sollte, aber das entscheiden Gott sei Dank die Wählerinnen und Wähler. Und in dieser Phase haben wir keine Diskussionskultur, die dann auch dazu führt, dass Druck auf die politischen Entscheidungsträger ausgeübt wird, in einer bestimmten Richtung die Weichen zu stellen. Wir hatten bei den letzten Koalitionsverhandlungen beispielsweise eine Situation, dass wir uns einer freundlichen Übernahme durch 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gegenüber sahen, die der Auffassung waren, es muss nun mehr Geld für die Länder bereitgestellt werden. Ich kritisiere das nicht. Ich stelle nur fest, wir haben dann gesagt, okay, wir machen 5 Milliarden im Bereich der Bildung
und Forschung für die Länder. Wir haben entschieden, 5 Milliarden für die Kommunen im Bereich der Bundesteilhabeleistungen. Wir haben uns entschieden, einen Fonds für strukturschwache Kommunen einzurichten. All das ist richtig. Aber es muss diejenigen Pressure Groups, die in ihrem Bereich unterwegs sind, die dürfen nicht warten, bis der Koalitionsvertrag unterschrieben und veröffentlicht ist, sondern sie müssen ab dem Tag der Bundestagswahl spätestens dafür sorgen, dass ihre Vorstellungen dann auch Eingang finden bei denen, die diesen Koalitionsvertrag verhandeln. Heißt das, dass wir alle 4 Jahre uns zusammenfinden, beschließen, was wir in den nächsten 4 Jahren machen und danach läuft es nach Plan? Naja, ich habe ja die Hoffnung, dass Sie bereits in den letzten 2, 3 Jahren darüber nachgedacht haben, was ab 2017 im Herbst in einem Koalitionsvertrag zu stehen hat, wie die Weichen gestellt werden müssen. Wissen Sie, ich persönlich habe eine Vorstellung, wie das ist, wenn wir demnächst Pflegeroboter haben und die nicht die individuelle Pflege ersetzen, sondern ergänzen, wenn wir autodiagnostische Gesundheitssysteme haben, wo man aus Big Data schon ablesen kann, dass eine Influenza-Welle im Marsch ist, bevor die Menschen sich überhaupt krank fühlen. Ich habe eine Vorstellung, wie das ist, wenn wir die Medizin revolutionieren durch Biotech-Anwendungen und wenn es automatisch fahrende Autos gibt, die, während ich bei Ihnen diskutiere, dann die Bremsen wechseln lassen in der nahegelegenen Werkstatt und das Geld vom Konto automatisch abbuchen. Das wissen Sie aber alles im Zweifel besser als jeder Beamte am grünen Tisch und als jeder Minister in einer Regierung, weil Sie sich sozusagen hauptamtlich und rund um die Uhr 7 Tage die Woche, nicht ganz 24 Stunden am Tag, aber fast jedenfalls mit diesen Fragen beschäftigen. Und Sie müssen sozusagen dann auch Handlungsempfehlungen oder Handlungserwartungen an die Politik formulieren. Und je klarer Sie sind und je breiter Sie von der Community getragen werden, desto schwieriger ist es für uns, dies zu ignorieren oder irgendwie durch ein Schlupfloch uns wieder vom Acker zu machen. Herr Rühl. Ja, Minister Altmaier, vielleicht komme ich gleich darauf zurück. Sie haben ja gerade gefragt, was die Politik für uns tun kann. Also ich sehe das im Übrigen auch so, dass die Wirtschaft im Grunde genommen selber handlungsfähig ist und handeln muss bei diesen Themen. Aber ein Thema, was uns große Probleme bereitet, und da war ich eigentlich auch schon in verschiedenen Ministerien unterwegs, ist das Thema Datenschutz und auch die neue europäische Datenschutzverordnung, insbesondere weil zwischen den schützungsbedürftigen persönlichen Daten im B2C und im B2B nicht unterschieden wird. Also wir haben enorme Probleme hier. Wir sind ja in Berlin hier als Klöckner mit unserem Digital Hub Klöckner.ai tätig und haben jeweils einen enormen Aufwand zu leisten, was das Thema Datenschutz anbelangt, was uns echt behindert, auch im Vergleich zu amerikanischen Wettbewerbern. Und ich würde Ihnen übrigens gerne da noch mal ein Dokument zustellen, wenn ich darf, wo wir das noch mal zusammengefasst haben, auch gleich mit einigen Vorschlägen. Aber welche Chance besteht denn, dass sich da endlich mal was in diese Richtung tut? Und Sie sprachen da in dem Zusammenhang auch von einem digitalen europäischen Binnenmarkt. Auch dafür ist natürlich erforderlich, dass wir da eine Einheitlichkeit haben und dann nicht wieder nationale Auslegungen, die das Ganze dann wieder aushebeln. Mir macht die Frontstellung in der Debatte große Sorge, weil es nach außen so aussieht, als ging es um die Frage mehr oder weniger Datenschutz. Ich halte das für falsch. Ich glaube, es geht um die Frage, wie man Datenschutz organisiert. Und das deutsche Datenschutzrecht, so wie es sich seit 40 Jahren entwickelt hat, geht davon aus, dass man den Grundsatz der Datensparsamkeit hat. Das heißt, man versucht zunächst einmal die Erzeugung von Daten auf ein Minimum zu begrenzen, dann die Daten, die gespeichert werden, auf das Minimum zu begrenzen, dann die Frage, wer auf diese Daten Zugriff hat, auf das Minimum zu begrenzen. Und das führt dazu, dass Sie und andere sagen, damit können wir nicht konkurrieren, etwa mit Wettbewerbern, die in den USA mit einem ganz anderen Datenschutzrecht zu tun haben. Und ich sage ja, wenn man sich ansieht, dass in der neuen digitalen Welt Daten entstehen werden in einem Ausmaß, von dem wir heute noch keine Vorstellung haben, nicht nur Verkehrsdaten, aber nicht nur Verkehrsdaten von Autos, sondern auch Verkehrsdaten im Gesundheitsbereich, Verkehrsdaten in anderen Bereichen. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich es denn ermöglichen, dass diese Daten genutzt werden und dass trotzdem Datenschutz
sichergestellt ist. Wir hatten eine Kabinettsklausur in Meseberg mit der Bundeskanzlerin und dem gesamten Bundeskabinett. Und da haben wir mit dem estnischen Ministerpräsidenten darüber gesprochen. Und die Esten haben beispielsweise im Bereich E-Health sämtliche gesundheitsbezogenen Daten digital erfasst, was dazu führt, dass sie ein höheres Niveau der Gesundheitsversorgung mit weniger finanziellem Mitteleinsatz gewährleisten können, weil jeder Arzt, wenn das Unfallopfer in die Notaufnahme gebracht wird, sofort den Zugriff hat auf sämtliche Daten, Röntgenbilder, Blutbilder, Medikamentverordnungen, die es gegeben hat. Und trotzdem haben Sie ein System entwickelt, wo der Einzelne sehr genau verfolgen kann, wer auf seine Daten zu welchem Zweck Zugriff hat. Es gibt Möglichkeiten, Daten zu anonymisieren und sie trotzdem zu benutzen. Und da, glaube ich, müssen Sie die Diskussion so führen, dass Sie sagen, wir können Datenschutz gewährleisten, aber nicht in der bisherigen Form, sondern in einer innovativen Form, die es möglich macht, diese Daten auch zu nutzen. Frau Breitenbach. Ja, mich würde total interessieren, wenn man Sie sprechen hört, dann hat man das Gefühl, dass Sie eine Vision haben, eine positive, potenzialorientierte Version, wie Deutschland Digitalisierung gestalten kann. Ich bin oft in Ministerien, in der Verwaltung, in Stiftungen unterwegs und das ist die totale Ausnahme. Ja, also ich würde immer sagen, so der digitale IQ in sehr vielen Institutionen, mit denen wir es als Sozialunternehmer, als digitale Startups zu tun haben, ist niedrig. Mich würde total interessieren, gibt es bei Ihnen eine Ideenvision, wie Sie diese Politik durchlässiger machen könnten? Ja, wie mehr einfach auch digitales Kompetenz und eine digitale Haltung, die sich ja auch in Arbeitsabläufen und so etwas ausdrückt, wie die einfließen kann in die Institutionen, um einfach bessere Dialoge möglich zu machen und dann auch mehr Innovation wirklich umsetzungsbar zu machen? Ich denke da sowas an den US Digital Service, ja? Also so ein Startup innerhalb des Weißen Hauses, die wirklich versuchen, Talent von außen reinzuholen. Denn es gibt so viele Bürger, so viele Unternehmer bestimmt, die sehr gerne beitragen würden zu der Situation, in der wir in Deutschland sind, auch auf der politischen Ebene. Ja, also erstmal glaube ich ganz bestimmt, dass der öffentliche Dienst und die Verwaltung sich nicht von der Digitalisierung abkoppeln können. Und dass wir wesentlich bürgerfreundlicher werden müssen, als es bisher der Fall ist. Das heißt, wir brauchen auch Innovation im öffentlichen Bereich, auch als Signalwirkung nach außen. Ich war als EU-Beamter im Jahre 1993 auf Dienstreise in Finnland, weil ich damals den EU-Beitritt verhandelt hatte im Bereich der Sozialversicherung. Und dort haben die mir gezeigt, dass es damals bereits möglich war, für jeden finnischen Bürger auf irgendein Rathaus im ganzen Land zu gehen, egal ob er dort wohnte oder nicht, und sämtliche Sozialversicherungsangelegenheiten, Kindergeld, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung von diesem Rathaus aus digital zu lösen und zu bearbeiten. Ich habe damals gesagt, wow, da brauchen wir in Deutschland mindestens noch 10 Jahre, bis wir soweit sind. Ich muss sagen, ich hatte das leicht unterschätzt, das Problem. Und deshalb haben wir, als wir jetzt vor einigen Wochen mit den Ländern verhandelt hatten über Bund-Länder-Finanzen und dort ab dem Jahre 2020 nicht unbedeutende Beträge auch an die Länder wieder geben, damit das Bund-Länder-Finanzverhältnis funktioniert, da haben wir darauf bestanden, dass es eine Grundgesetzänderung gibt. Und diese Grundgesetzänderung soll uns ermöglichen, die bürgerfreundlichste, anwenderfreundlichste öffentliche Verwaltung in ganz Europa zu werden, innerhalb eines Zeitraums von 4 bis 5 Jahren. Und der Kern des Ganzen wird sein, dass sämtliche kommunalen, länderbezogenen, bundesweiten Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung digital erreichbar sind. Dazu müssen wir die Systeme untereinander vernetzen. Dazu müssen wir neue Anwendungen finden, weil in Estland sind die Daten zentral gespeichert. Wir wollen sie dort lassen, wo sie sind, aber das System so konstruieren, dass es Schnittstellen gibt, die miteinander sprechen können. Und für den einzelnen Bürger muss es möglich sein, eine elektronische Unterschrift zu machen, ohne dass er noch 3 Lesegeräte mitschleppen muss, die ihm dabei helfen, sich zu identifizieren. Also all das ist erkannt und wir werden dafür auch notfalls ein paar Euro in die Hand nehmen. Wie viel, kann ich Ihnen nicht sagen, das macht der Finanzminister. Aber wir werden darauf bestehen, dass Bund, Länder und Kommunen in dieser Frage gemeinsam die Zeichen der Zeit erkennen. Dass die Verwaltungen manchmal sich mit neuen Entwicklungen ein bisschen schwer tun, das ist richtig, aber das ist sozusagen
Das kann man den Verwaltungen nicht vorwerfen, weil durch das Beharren verhindern sie ja auch, dass alle 14 Tage die Richtung grundsätzlich geändert wird und dann möglicherweise wieder korrigiert werden muss. Ich komme aus dem Bereich des Europarechts und der Europapolitik und habe das in Saarbrücken studiert, nicht weil ich so brillant war, sondern weil es da ein Institut gab. Das erste in ganz Deutschland, war dann nachher EU-Kommissionsbeamter und habe im Europaausschuss immer kritisiert, dass wir zu wenig Europakompetenz in den Ministerien haben. Und dann sagte mir der damalige Innenminister, sagte mir in den 90er Jahren, Herr Altmaier, wissen Sie, ich bin der Innenminister und in meinem Bereich hat Europa nun gar nichts zu melden und das wird sich auch nicht ändern. Und dann wurde ich 2005 Staatssekretär im Innenministerium bei Herrn Schäuble und stellte fest, dass 55 Beamtinnen und Beamten in 55 Arbeitsgruppen des Ministerrates in Brüssel und mit der Kommission verhandelt haben über Terrorismusbekämpfung, Integration, Asyl, Flüchtlingspolitik, organisierte Kriminalität und vieles mehr. So hat sich die Welt dort geändert. Und auch das war disruptiv. Und heute verbringt ein Minister in einem großen Ministerium etwa 30% seiner Zeit mit europäischen Fragen und europäischer Zusammenarbeit. Und in Ihrem Bereich der Digitalisierung werden wir genau diesen Lernprozess durchmachen müssen. Nur haben wir eben keine 10 Jahre Zeit, um das zu lernen, sondern wir müssen es im Zeitraffer machen, in den nächsten 2 oder 3 Jahren. Die Herausforderung haben wir erkannt. Und das ist der Grund, warum wir es auf die Tagesordnung Bund-Länder gesetzt haben und warum wir auch der Bundesregierung ein ganz klares Signal gegeben haben durch die Kabinettsklausur in Meseberg, dass jeder Minister, jede Ministerin in ihrem Verantwortungsbereich die Hausaufgaben künftig machen muss. Vielen Dank, Herr Altmaier. Herr Wiesler. Wir haben sehr viel wissenschaftliche Kreativität in Deutschland. Sie hatten das beschrieben, Grundlagenforschung ist top. So langsam nimmt bei jungen Leuten auch Unternehmergeist oder Entrepreneurtum zu. Wir unterstützen das moderat mit verschiedenen Instrumenten, Gap-Funding, Go-Bio-Programme und so weiter. Das Thema nimmt öffentlich jetzt Fahrt auf. Heute ist ein schönes Beispiel. Es gibt aber ein entscheidendes Defizit, wenn wir uns mit den Staaten vergleichen. Das sollten wir auch adressieren. Es fehlt an finanzieller Unterstützung aus dem privaten Bereich. Wir haben eine ganz schwache Kultur von Venture-Kapital in Deutschland. Sie hatten das Thema Biotechnologie als eines der großen Zukunftsfelder angesprochen. Da ist es heute so, dass die Start-up-Szene im Grunde von 2 Privatpersonen zu 50% getragen wird. Das eine ist Herr Hopp in Heidelberg und das andere sind die Strüngmann-Brüder in der Gegend von Mainz. Was können wir gemeinsam tun, um auch eine Kultur von finanzieller Unterstützung, Venture-Kapital mit entsprechender Anerkennung in diesem Land zu befördern? Also Sie haben völlig recht, das muss besser werden, und zwar schnell besser werden. Wir haben es mit Bewusstseinsbildung begonnen. Ich kann mich erinnern, dass wir im ersten Jahr dieser Bundesregierung im Meseberg das Gespräch der Sozialpartner auf das Thema digitale Innovation gelenkt haben, dass wir mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitgebern, aber auch mit großen DAX-Unternehmen diese Frage erörtert haben. Und das spielt seither jedes Jahr eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben versucht, durch die digitale Agenda der Bundesregierung den Blick auf diese Innovationen zu lenken. Und ich glaube, dass wir in der nächsten Wahlperiode, wenn wir das Thema Forschungsförderung angehen, wenn wir das Thema Innovation noch einmal in einen neuen Rahmen stellen, dann auch noch einmal ein Signal an Private geben müssen, dass dies ein Bereich ist, wo man übrigens auch gutes Geld verdienen kann. Einige haben das erkannt. In den USA haben es mehr Leute erkannt als bei uns. Und das sollte uns Ansporn dafür sein. Und vielleicht kann man ja mal so eine Landkarte machen. Also mir war zum Beispiel die Landkarte im Bereich Biotechnologie jetzt nicht bekannt. Sie sagen, es gibt im Wesentlichen 2, die das alles fördern, aber es gibt doch mit Sicherheit auch noch einige große Unternehmen im Bereich Pharmazie und Chemie, die eigentlich ein Interesse daran haben müssten, dass sie auch in diesem Bereich fördernd tätig werden. Und was die Politik dazu beitragen kann, das sage ich gerne zu, werden wir leisten. Vielen Dank. Herr Schwemmlein, über Gründungsfinanzierung wurde gerade gesprochen. Ich glaube, das Thema ist vielleicht für Sie interessant. Bitte. Hallo, André Schwemmlein, ich bin der Gründer von Flixbus.
Also wenn jemand die grünen Busse mal gesehen hat, gibt es ja ein paar davon. Ich möchte ein Stück weit anknüpfen an das, was bereits gefragt wurde, weil ich sehe es auch so, dass natürlich Verwaltung bewegt sich und auch gerade in der Grundlagenforschung passieren Dinge. Und ich glaube, wir haben extremes Potenzial in Deutschland mit den Menschen, die wir haben, mit den Grundlagen, die da sind. Etwas, was wir sehen und was ich immer öfters jetzt auch mit anderen Startups, die eine gewisse Größe erreicht haben, ist, dass am Ende von so einer Entwicklung man ja zwangsweise eine gewisse Größe erreicht. Ja, das ist, und wir sind ja ein Kind der Politik, wir wurden dereguliert damals von der schwarz-gelben Koalition noch, und das ist eine fantastische Erfolgsgeschichte aus meiner Sicht. Ja, wir haben jetzt irgendwie dieses Jahr fahren wir 40 Millionen Menschen. Herr Schwemmlein, ich wurde gerade gebeten, Sie zu bitten, das Mikro etwas näher an den Mund zu nehmen, etwas lauter zu sprechen. Sehr gerne. Und jetzt ist meine Frage, jetzt haben wir eine gewisse Größe und jetzt merkt man eine Beharrung in der Politik im Sinne von, oh, jetzt ist es plötzlich groß geworden, jetzt müssen wir irgendwas, da kann irgendwas nicht stimmen. Und ich sehe das nicht nur bei uns, wo es jetzt Diskussionen gibt, die arme Bahn und jetzt müssen wir eine Fernbusmaut machen und es kann gar nicht sein, dass das funktioniert. Das ist in vielen Bereichen, und wenn Sie über Pflegeroboter sprechen, sehe ich jetzt schon, das ist so lange cool, bis die ersten 100 Pflegeroboter da sind und die Menschen anfangen, oh, das kann, also das war doch keine gute Idee, da müssen wir da anders machen, irgendwie müssen wir es deregulieren. Ich merke in der Politik eine sehr große Sorge, sobald was eine Größe hat, dass man angstorientiert handelt. Sehen Sie das auch so? Gibt es da eine Entwicklung? Gibt es irgendwas, was wir auch als Unternehmen tun können, um das abzubauen? Naja, das ist immer ein pluralistischer Prozess. Und da gibt es selbstverständlich, es gibt Hoffnungen und es gibt Mut und es gibt Ängste. Und das wird in dem Prozess balanciert. Ich will Ihnen mal das Beispiel nennen. Wir haben jetzt eine Verordnung gemacht über zivile Drohnen. Und da ging es darum, wie kann man verhindern, dass beispielsweise Drohnen über private Grundstücke fliegen, alles fotografieren, in Privat- und Intimsphäre eindringen oder Flugverkehr gefährden. Das musste reguliert werden, weil diese zivilen Drohnen inzwischen an Zahl und Reichweite und Können sehr stark zugenommen haben. Trotzdem habe ich großen Wert darauf gelegt, dass wir das nicht so regulieren, dass wir am Ende Entwicklungen abschneiden, die dazu führen, dass Deutschland in dieser zivilen Drohnentechnologie und ihrer Anwendung führend wird. Ich glaube nämlich, dass da ein enormes Potenzial liegt. So, und bei Ihren Bussen ist das auch so. Wenn Sie erfolgreich sind, dann haben Sie natürlich auch Neider und Konkurrenten, und das wird im pluralistischen Prozess diskutiert. Aber wenn ich mal einen Vorschlag einfach in den Raum stellen darf. Mich bekümmert als politisch Verantwortlicher, wenn ich mir die digitale Landschaft anschaue, weniger Industrie 4.0, da sind wir, glaube ich, auch dank des BMBF ganz gut aufgestellt, jedenfalls noch und ich hoffe auch in Zukunft. Mich bekümmert aber, dass in der sich abzeichnenden, immer bedeutsamer werdenden Plattformökonomie alle Plattformen, alle wichtigen Plattformen, die ich kenne, sozusagen entweder amerikanische oder chinesische Nationalität haben und es keine große deutsche Plattform international von Gewicht bisher geschaffen worden ist. Wenn ich mich umschaue und mir überlege, welche Plattformen denn in den nächsten Jahren entstehen werden, mit den technologischen Entwicklungen, die wir haben, und dann glaube ich, da wird es eine Verkehrsplattform geben und es wird eine Mobilitätsplattform. Das ist keine Autoplattform, keine Flugzeug, keine Drohnenplattform. Das wird eine Mobilitätsplattform sein. Und es wird eine Gesundheitsplattform geben, in dem Maße, in dem wir es schaffen, ähnlich wie Estland, die Gesundheit zu digitalisieren und dann Projekte wie autodiagnostische Gesundheitssysteme, wo wir eben mit unserer Nanotechnologie übrigens auch sehr viel beitragen können, sich dann durchsetzen und mehr Gesundheit für weniger Geld bieten und damit die Innovationsfähigkeit des Systems nochmal potenzieren. So, wenn es uns gelänge, eine von diesen Plattformen nach Deutschland zu holen, nach Europa zu holen, und zwar so, dass sie die Skalierung bereits eingebaut hat, die sie dann weltmarkttauglich macht. Wenn Sie eine Plattform für das Saarland entwickeln, wo ich herkomme, freuen sich alle Saarländer. Ja, da könnte man zum Beispiel eingeben, wo wann die Schwenker gegrillt werden. Das sind so spezielle Grillmethoden, wo wir besser als andere in Deutschland sind oder wo es bestimmte Gerichte gibt. Ja, das ist toll. Aber wenn es darum geht, Mobilität für die Zukunft zu organisieren, vor dem Hintergrund selbstfahrender Autos, vor dem Hintergrund ziviler Drohnen, dann braucht es neue Konzepte, es braucht neue Plattformen und es wird eine vernetzte Mobilität sein, wo Ihre Busse hoffentlich, ohne dass ich Werbung machen muss, ihre Rolle finden und die Deutsche Bahn ihre Rolle findet. Ich glaube, der Kuchen ist
groß genug für alle. Wir müssen nur dafür sorgen, dass es vernünftig organisiert wird. Und deshalb, wenn Sie also nach dem ersten Erfolg noch Appetit auf Weiteres haben, überlegen Sie mal, wie so eine Plattform aussieht, wo die deutschen Automobilbauer, wo die Deutsche Bahn, wo die Busunternehmer, die Lufthansa und viele andere mit beteiligt sind. Ich habe letztens mit einem CEO eines großen Unternehmens gesprochen, der sagte, ja, wir arbeiten an der Plattform. Da sagte ich, ja, was ist es denn für eine? Ja, natürlich für unser Unternehmen und die Kunden des Unternehmens. Sagte ich, schon der erste Punkt, wo ihr zu kurz denkt. Ihr müsst es vernetzt denken, ihr müsst erreichen, dass jemand, der in Spanien sich überlegt, dass er in Deutschland einen Kongress besucht und hinterher noch Verwandte und ein bisschen Sightseeing macht, dass der das mit seinem Smartphone über eine App und eine Plattform so organisieren kann, dass es nicht nur günstig, sondern auch gut ist. Das sind alles Innovationsfelder. Und wenn Sie dann kommen und sagen, da habe ich die Idee, dann sind wir auch bereit zu helfen und das zu unterstützen. Herr Altmaier, wir haben schon ein bisschen überzogen. Haben Sie noch Zeit für eine Frage? Ja, gerne. Wunderbar. Herr Schumann. Vielen Dank. Also ich würde das Thema gerne nochmal Frühphasenfinanzierung oder Venture Capital aufgreifen auf der einen Seite und auch das Thema Regulierung. Wir sehen halt immer wieder, dass Startups gute Ideen einfach den Zugang zum Kapital nicht haben. Vergleich nochmal zu USA, dort werden 10-mal mehr im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt investiert. In Frühphasenunternehmen oder in Venture Capital als in Deutschland. Der zweite Punkt auch ist, wir regulieren gerne, aber wir regulieren, glaube ich, nicht Innovation. Thema heute wieder, Bundesnetzagentur sagt, 70% der Bevölkerung hat eigentlich nicht die Bandbreite, die sie bräuchte, mobil, um wirklich Innovation auch voranzutreiben. Wie kann die Politik da unterstützen, also auch Thema Wagniskapitalgesetz zum Beispiel, um ein Signal zu setzen, ein starkes Signal, dass Wagniskapital in Deutschland erwünscht ist, weil es ist immer schön und leicht zu sagen, scheitern und eine Scheiterkultur, wenn ich Gründer bin und habe einfach nicht die Möglichkeit und ich habe auf der anderen Seite eine attraktive Alternative, im großen Unternehmen zu arbeiten, das ist einfach eine schwere Entscheidung. Ich glaube, die müssen wir einfach leichter machen. Ja, das ist richtig. Da muss der Staat, wir haben begonnen, ich habe Ihnen ja ein paar Beispiele vorgelesen, wo wir bereits dabei sind. Das reicht längst nicht aus. Wir müssen natürlich dann auch erkennen, dass man bestimmte Absturzkanten vermeidet. Also das Erste ist, es kann nicht so sein, dass jedes Start-up, egal wie die Idee ist, eine rundum sorglos Ausstattung bekommt, weil das eben nicht die Innovation anreizt, sondern sozusagen das Gegenteil bewirkt. Zweitens, ich persönlich habe nach wie vor, es hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass die soziale Marktwirtschaft die genialste Erfindung in diesem Bereich seit dem Altertum ist, weil wir eben sagen, von Marktwirtschaft versteht der Markt einfach mehr. Und das muss der Markt entscheiden, was gut ist und was schlecht ist. Und wir kümmern uns dann darum, dass es auch sozial zugeht. Und deshalb sage ich auch bei der Frage, welches Start-up die besten Chancen hat, bin ich mir nicht sicher, ob es richtig ist, dass wir nur durch Beamte, etwa im Umweltministerium, aus dem EKF und anderswo die Fördergelder vergeben, sondern ich glaube, das muss nach anderen Kriterien von denen beurteilt werden, die davon etwas verstehen. Und dann müssen wir halt eben dieses Geld nach Deutschland nehmen, das ist richtig. Und da ist dann die nächste Absturzkante, dass man vermeiden muss, dass das eine reine Steuervermeidungskiste wird, sondern wir wollen ja tatsächlich, dass Innovation angeregt wird. Und wenn Sie da ein paar gute, ausformulierte Ideen haben, wir werden, wie gesagt, und hoffentlich unter Beteiligung des Chefs des Kanzleramtes nach der Bundestagswahl noch mal dieses Kapitel neu schreiben. Herr Schumann, eine knappe Antwort noch. Ja, denn also ich glaube, wir müssen Ihnen voll zu. Der Markt soll das regulieren oder der Markt sorgt dafür. Wir brauchen eine wirkliche Rahmenbedingung auch, damit der Markt wirken kann. Und ich gerade beim Thema Wagniskapital und Thema Verlustvorträge, da gibt es ja ganz konkrete Punkte, wo man ansetzen kann. Ja, einverstanden. So, ja, Sie haben jetzt die Aufforderung, Herrn Altmaier mit weiteren Vorschlägen zu versorgen. Ich glaube, wir sollten Ihnen, Herr Altmaier, ganz herzlich danken, dass Sie so ausführlich auf unsere Fragen geantwortet haben. Es ist gut zu wissen, dass das Thema Aufmerksamkeit hat, weil es für uns bedeutsam ist. Und ich möchte trotzdem die Anregung von Frau Weidenbach noch mal in Erinnerung bringen. Vielleicht bräuchte man auch im Kanzleramt oder irgendwo in der Politik so einen Akzelerator, wo man die Startups und die Energie hineinbringen kann. Vielleicht geht es dann noch agiler und noch besser und noch zügiger.
Auch darüber haben wir nachgedacht. Aber nun möchte ich Sie um einige Wochen Geduld bitten. Wir werden sicherlich einen Prozess erleben, wo auch die politischen Parteien, die im Wettbewerb stehen, ihre Vorstellungen für die Zukunft vortragen. Der erste Schritt war, dass wir in der letzten Wahlperiode die digitale Agenda gemacht haben und wir haben die Zuständigkeiten unverändert gelassen. Jetzt sind wir 4 Jahre weiter und jetzt müssen wir noch mal darüber nachdenken, wie wir uns für die Zukunft so aufstellen, dass wir handlungsfähig sind. Das schließt Ihre Ideen nicht aus, aber ich glaube, dass es heute noch nicht der Moment ist, da mit konkreten Vorschlägen und Konzepten auf den Markt zu treten. Und Ihnen herzlichen Dank, einen erfolgreichen Kongress. Und wenn die Versammlung wirklich innovativ wäre, auch als Versammlung, dann müssten Sie jetzt einfach mal entscheiden, das Ding vors Brandenburger Tor zu verlegen und eine Open-Air-Veranstaltung draus zu machen. Ich glaube, dann hätten Sie morgen die Schlagzeilen in der Bild-Zeitung, in der BZ und überall. Ganz herzlichen Dank, dass ich mit Ihnen diskutieren durfte. Vielen Dank, Herr Altmaier. Haben Sie?